Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt Real Farming Meets Reality. Mit dabei ist der Tobias Knoll und Volker Varuna, aka Varuna LP. Moinsen Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming. Hallo. Servus Tobias. Du hattest irgendwie gesagt, ich soll hier noch Bäume häckseln, gell? Ja. Genau, Traktor brauche ich ja keinen. Volker. Ja. Wo du gerade Bäume sagst, ne? Komm mal mit. Ich habe hier hinten gerade was gesehen. Oh Gott. Pass auf, geh nicht so nah ran, geh ein bisschen weg. Wenn der den Zaun hochhebelt, dann bist du weg vom Fenster. Oh Gott. Soll ich mal meinen. Ich habe da so einen Kran. Weißt du, unter diverses dieser Q17Z da für hinter den Traktor. Soll ich den mal holen und den damit rausholen? Kannst du probieren, aber pass auf. Okay, dann mach ich das mal. So. Dann bis Gut, später. Knoll. Wo ist denn der hin? Noll. Ah, der ist weggegangen. Okay, ja. Lolli. Ich guck dann mal. So, dann hole ich mal gerade das Holz darüber. Ah, jetzt muss ich auch noch Bäume häckseln, ey. Volker. Ja. Ich glaube, dem sein Knoll von dem Knoll da hinten. Telefon ist aber ziemlich laut. War das ein Knoll seins? Ja, das war ja mal richtig. Das war der Bürgermeister. Den Ja. Klingelton. Den hättest du hören müssen, ey. Nee, den will ich gar nicht hören. Kannst du mich gerade mal einweisen, dass ich neben dem Ding stehe? Ja. Also das Hinterende noch auf dem Förderband liegt. Auf. Ja. Höhe. Auf Ja. Förderband. Ja. Weiter. Weiter. Hier rüber zu mir. Hier zum Häcksler. Ja, Rechts. der braucht ja ein, der hat ja ein bisschen Abstand, gell? Weiter. So. Weiter. Komm noch was, komm noch was, komm noch was. Jo. Mal gucken, ob du das gut gemacht hast. Och nee, Junge, ich hab doch gesagt, auf dem Förderband. Hier. Welches Feuer Hier wäre Förderband? Ende. Ach so, auf das hier ist doch hier hinten das. Da waren vorne Stühle oder Feuer. Alter. Ja, der Mensch läuft doch nicht quer ein oder was sie löst. Nehmen. Mann, oh Mann. Jetzt zurück. Warte, ich muss noch ein bisschen rüber, glaube ich. So. Jo, zurück, zurück, weiter, weiter, weiter. Komm noch Meter. Jo, gut. Gut, 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 gut. So, mal gucken, ob du es jetzt richtig gemacht hast. Okay, ich benutze mal lieber die Rückfahrkamera. Jo, mach das. Nee, ich mach mich mal auf den Weg. Oh, macht es. So, ich probiere mal nämlich hier die direkt auf den Dinger abzuladen. Wenn das funktioniert, wäre klasse. Ich glaube, ich sollte ein bisschen weniger essen. Hey, ich bin schon, war gerade ein bisschen knapp hier drin. So, jetzt lass mal gucken hier. Gebrauchsanweisung. Rechte Seite. Und dann hier. Herr Achso. Varuna, Ja. aber nicht alle Bäume häckseln, okay? Ja, gucken wir mal, ob das überhaupt klappt, so wie ich das vorhabe. Achso, wir haben es. Oh. Verstehen Sie, was ich Oh, vorhabe? oh. Mhm. Ja. Ich glaube, Aber das reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. das reicht schon. Dann gucken wir mal. Oder vielleicht noch zwei Bäume. Zwei, Ja, ich zwei, guck mal, zwei, dass ich das zwei hier Bäume. wegkrieg. Ja. Na gut.
Ich lass ihn mal in Ruhe, damit. Jo. Herr Knoll. Ja. Der fragt mich ernsthaft, ob, wie ich das fände, wenn ein zweiter Händler hier wäre. Ein zweiter Händler. Dass ich der einzige Händler sein will, oder? Gehen wir mal ein bisschen auf die Seite. Ist doch eigentlich logisch. Ja, hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich komme wegen der Rechnung, wegen des Kalkens. Ja. Das wären einmal 4.200. Mit oder ohne Steuer? Steuer kommt noch oben drauf. Ja, dann sagen Sie mir doch den Tutti Completti Preis, bitte. Wie war die Steuer nochmal? 20%? Wert mal 1,2. Warte. Mal meinen Taschenrechner. Ja, Tons. Mal 1,2, ne? Jo. Sind 5040. 5040. Ja. Ja. Schicke ich Ihnen gleich rüber. Jo. Und dann sehen Sie noch an? Ja, da bin ich gerade dabei. Okay. Gut, das vielen Dank. Was waren es jetzt? 5040, ja? 5040, ja. Okay. Gut, müsste angekommen sein. Denken Sie dran, die Steuer abzuführen, gell? Ja, das mache ich sofort. Okay. Kümmere ich mich gleich drum. Tschüss. Gut, tschüss. So. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich das mir gedacht habe. Deshalb machen wir jetzt noch einen anderen Clou. Ich hoffe mal, dass das dann geht. Bisschen näher ranfahren hier. So, im Grunde war das schon ganz gut. Ja. Ich komm gerade hinten den Baum holen. Wo ist denn der? Ist der auf der Wiese da hinten? Ja, die Wiese ist eingezäunt. Ah. Natürlich wieder richtig. Ah ja. Der Weg hier. Hallo. Hallo Harry, pass auf, dass du nicht mit reingezogen wirst, gell? Oh. Kannst du mir mal helfen da mit dem Auto los? Ach, hast du immer noch Probleme? Ja, jetzt ist die andere Steuerung, aber trotzdem bräuchte ich noch. Okay, Moment. Ich muss mal gerade hier das hier voll aktivieren. Ich weiß zwar nicht, was die hier alles machen, aber ups, das ist ja. Die wollen hier irgendwie alles Pigo haben.
glaube, die bereiten hier eine Messe oder sowas vor. So. Volker? Ja. Ja. Nimm den Baum dann, ne? Kann ich doch machen, oder? Oder willst du das machen? Nee, nimm du den. Harry, pass auf, nicht, dass der rüberfällt. Aber ich lasse jetzt mein Funkgerät im LKW, gell? Jo, mach gut. Das. Ja, ist nämlich. Harry, das ist unglaublich. Wenn du hier ein Funkgerät in der Tasche hast, dann alle Leute können dich erreichen. Ja. So, komm, gehen wir gerade mal rüber. Jo. Ich bin mit dem Deutz hier. Ach so. Ja, ich lauf rüber. Bisschen Sport ist Mod. Kein Sport, kein Mod. Okay, pack jetzt. Ich habe hier die Knöpfe vergessen. Ja. Will ihn nicht aufladen. Also. Achtung, pass mal auf. Muss mal gerade zurücksetzen. Da ist irgendwo was im Weg. Ach so. Von wem hast du den LKW jetzt gekriegt? Vom Hans-Peter. Okay, geländegängig ist er ja. Ja. Ich muss mal gerade gucken. Ja, aber passt. Ja, eigentlich passt es. Weiß jetzt auch nicht, woran es hängt. Also wenn ihr drin sitzt, dann müsst ihr eigentlich nebendran fahren und B drücken. B? Ja. Der ist jetzt richtig eingestellt. Wo? Da. Warte mal, ich mach den einen mal ein bisschen kürzer. Vielleicht ist er zu lang. Ja, da kann man ja hier irgendwie so die so anpassen, die. Ja, musste nur aufpassen, der Knoll wollte mich auch schon verpfeifen. Dass ich hier die Ladung. Ja, aber wie kann man das anpassen? Da musst du Y drücken. Dann? Und dann kannst du mit der Maus hin und her schieben. Und du hast da wie? Ich hab's auf 6 Meter. Guten Tag. Hallo. Hallo. Haben Sie Probleme damit? Ja. Nee, irgendwie beim Harry geht's nicht. Ja, bleiben. Dürfte ich mal? Ja. Ah, ich sehe das Problem. Was war's denn? Ja. Sie müssen, da gibt's, Sie müssen O drücken. Das ist der Knopf. Also der lädt immer nur auf einer Seite auf. Das war doch da richtig war ja auf rechts rechte, eingestellt. Da war ja die rechte Seite ja eingestellt. Nee, da stand Switch to Right, steht im Handbuch. Jetzt geht da. Ah ja. Der war auf links gestellt. Okay, ja dann. Also, okay. Viel Erfolg noch. Jo, danke nochmal. Okay. Ciao. Ja, bitte. Volker. Jo, danke, Hans-Peter. Tschüss. Tschüss. So. Volker. Ja, kann man keine 5 Minuten in Ruhe arbeiten. Mach du weiter ruhig, alles gut. Du, sag mal, willst du den Baum haben? Da fahr ich den verkaufen und überweise das Geld.
kannst ihn auch hierher bringen und dann haut man hier einen Häcksler, denn das ist für einen Knoll. Oh ja, okay. Machen wir das. Weil so ein Bäumchen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Dann machen wir das. Weißt du eigentlich... Ja? Weißt du, was die hier machen? Machen hier so eine Ausstellung. Hier drüben irgendwie Landwirtschaft. Dann ein Teil Erntemaschinen, so große wie der Häcksler da. Und hier hinten in die Ecke, wo der Bagger und so steht, kommt komplett Bauhofzeug. Ah, okay. Also keine Ahnung. Da bin vorne ist irgendwie der Eingang. Die nehmen auch Eintritt. Okay. Ja, keine Ahnung, was das wird. Ich weiß auch noch nicht, wann das wird. Keine Ahnung. Ja, ich will jetzt erstmal Kaffee und Kuchen zu mir nehmen. Ja, ich auch. Okay. Gut, Freunde. Komm mal grad, warte, komm rüber, dann trinken wir gerade was zusammen. Jo. Also, so, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne bei dem Jürgen Racex aka Dark Racex YouTube vorbei und bis morgen. Ciao. Ciao.